Moin Leute, ihr seht hier meine DIY-Balkonsolar mit Akkulösung. Das hier ist jetzt nur experimentell, aber es funktioniert bisher wirklich gut. Also ich werde das Ganze bald abbauen, aber jetzt für euch zeige ich euch mal, wie es funktioniert. Und das Geile bei der ganzen Sache ist, ich kann die eingespeiste Leistung, also das, was ich aus dem Akku ins Netz packe, also auch abends, wenn die PV aus ist, kann ich steuern. Also ich kann halt sagen, so viel möchte ich einspeisen und damit meinen Eigenverbrauch maximieren oder das Ganze sogar auf den Verbrauch in meinem Haus anpassen. Ich speichere den Strom also im Akku und gebe dann nur so viel ab, wie ich auch wirklich verbrauche. Und so gehen nur echte Überschüsse ins Netz, also das heißt, wenn der Akku voll ist und wirklich gar nichts mehr geht, ja? Naja, wie geht das? Als erstes muss man sich halt überlegen, was ist dafür überhaupt nötig? Und wir gehen das jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch. Ich zeige euch die Teile und erkläre euch, was die tun. Ich blende euch immer ein vereinfachtes Schema der Anlage ein und zeige euch hier, wie es real aussieht, ja? Fangen wir einfach mal damit an, wie wir den Akku laden. Das macht im Prinzip dieses Gerät hier. Das ist ein ganz einfacher Laderegler. Der ist an die PV angeschlossen, also an die PV-Module. Und das hier ist ein ganz billiger Laderegler, ein Powmister aus China. Der ist sehr günstig und kann praktisch alle gängigen Batteriespannungen, also 12, 24, 36 und 48 Volt. Und er kann sogar relativ hohe PV-Spannungen ab und er kostet nicht viel. Die maximale Leistung der 60 Ampere-Variante liegt angeblich bei 2,8 Kilowatt. Aber ich rate dringend ab, dieses Teil komplett zu belasten. Also aus diversen Erfahrungsberichten weiß ich jetzt zumindest von diesem speziellen Laderegler, diesem Powmister, dass das Teil auf maximal 40 Ampere zu belasten ist. Und auch das geht nur, wenn man zusätzlich Kühlung einbaut. Also das thermische Design von dem Ding ist einfach nicht gut und die Angaben, die draufstehen, sind übertrieben. Also hier bitte vorsichtig sein, wenn ihr diesen Laderegler verwendet. Es gibt auch von EP Ever und so weiter Laderegler, die sind da ein bisschen günstiger, also besser halt auch und auch günstig. Also kann ich auch nur empfehlen. Ich selbst verwende das Ding eher, um meine PV-Module auf Leistung zu prüfen oder so oder für solche Experimente, weil ich das Teil einfach hier liegen habe und gerade nutzen will. Wie gesagt, dieser EP Ever Dinger sind aber auch nicht verkehrt. Link ist unten, also könnt ihr auch euch überlegen, sind gute Dinger. Möglich wäre hier auch ein Hybridwechselrichter, also ihr könnt zum Beispiel auch gleichzeitig den Akku laden und dann noch einen 230 Volt Anschluss anbieten, der dann halt nicht ans Netz gekoppelt ist. Ist wirklich absolut alles denkbar. Also hier kann man jede Schweinerei machen, die man eigentlich möchte. So, wie funktioniert es jetzt? Hier sind quasi die PV-Module, die gehen jetzt einfach an den Laderegler und der Laderegler lädt dann den Akku damit. Das war's. Also mehr macht der Laderegler im Prinzip nicht. In meinem Fall ist das ein 48 Volt Lithium-Eisenphosphat-Akku mit grob einer Kilowattstunde und wir haben momentan zwei 370 ASWS PV-Module in Serie geschaltet und die angeschlossen. Zwei, damit ich auf die entsprechende PV-Spannung von minimal 72 Volt für den Powmister komme. Ich blende euch hier nochmal eine Tabelle ein, bei wie viel Volt ihr quasi welche Minimalspannung benötigt. Hier sind sogar zwei Module fast noch was wenig, aber es reicht gerade so. Bei einem 24 oder 12 Volt Akku reduziert sich natürlich die benötigte Spannung. Wie gesagt, hier ist auch die Tabelle nochmal für euch zum Nachgucken. Das gilt aber nur für diesen Laderegler. Ihr werdet euch sicher fragen, wie kann ich mir günstig so einen kleinen Akku zusammenstellen? Die Dinger, die ich so käuflich erwerben kann, sind halt sehr, sehr teuer. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach und deswegen werde ich darüber auch demnächst eine eigene Folge machen und euch die Lösungen vorstellen, die mir bekannt sind. Ja, das Herzstück, also das Krasse, was eigentlich hier die Sache so interessant macht, das ist der sogenannte DC-DC-Wandler. Die große Herausforderung ist nämlich eigentlich, wie bekomme ich den Strom aus dem Akku nun in mein Hausnetz und das halt regelbar. Also ich will halt einstellen können, wie viel Watt vom Akku in mein Haus gespeist wird und das am besten mit einem Computer oder Raspberry Pi. Ja, also hier ist zum Beispiel ein Computer, der im Moment genau das tut. Und das geht mit diesem geilen Gerät hier. Und das hier ist praktisch ein DPM8624 mit einer RS485 Schnittstelle. Das heißt, ich kann das Teil über USB an meinen PC anschließen oder an Raspberry Pi. Den Akku hängen wir dann praktisch hier an den Eingang. Also es geht hier nochmal an den Eingang dran, dazwischen nochmal eine kleine Sicherung. Und den Ausgang von dem Gerät, der geht jetzt an den ganz normalen Mikrowechselrichter. Also wirklich der Mikrowechselrichter einer stinknormalen Balkonsolaranlage. Ihr seht das, die PV geht einfach da rein. Also wir tun jetzt praktisch so, als wäre dieser DPM8624 ein PV-Modul. Also wir simulieren ein PV-Modul. Der Wechselrichter schluckt das tatsächlich. Ja? Und der Mikrowechselrichter speist dann praktisch das, was ich hier sage. Also ich sage jetzt irgendwie Volt und Spannung gebe ich vor und damit kann ich die Wattzahl einstellen. Das speist er dann wirklich in mein Hausnetz ein.
Und ich werde es euch jetzt hier auch nochmal exemplarisch zeigen. Also ich zeige euch jetzt hier, wie ich es hier einstelle. Und ihr seht dann halt auch von Tasmota quasi meinen Energy Meter. Dann könnt ihr sehen, wie das reagiert. Also das ist schon ziemlich cool. Es funktioniert halt wirklich super. Und das Ganze kann ich jetzt natürlich auch automatisieren. Also ich kann jetzt auch ein Skript schreiben, das mir den Strom immer so einstellt, wie der aktuelle Verbrauch ist. Natürlich nur, solange der unterhalb dieser 600 Watt liegt, also oder unter der Wattzahl, die meine PV-Module oder mein Mikrowechselrichter dann können. Das Gerät selber, der DC-DC-Wandler, kann maximal 1400 Watt. Meine Testanlage, die ich jetzt hier gebaut habe, läuft nicht ganz bis 600 Watt, da die Verkabelung nicht gut ist. Wie gesagt, das ist auch nur ein Experiment und es wird nach dem Dreh auch sofort abgebaut, da der große Wechselrichter von MPP Solar, den ich unten stehen habe, also mein großer, wirklicher Wechselrichter, der regelt das normalerweise für mich alles. Das heißt, ich brauche das persönlich gar nicht. Es ist jetzt wirklich nur für euch. Ja, ich blende euch hier jetzt nochmal den Stromzähler ein. Also ich habe jetzt hier mal so ein ganz kleines Beispielskript geschrieben und ihr seht halt immer, wie der jetzt versucht, immer so auf Null auszuregeln. Ja, also das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und woher der die Daten bekommt, also woher der jetzt weiß, wie viel ich eigentlich gerade einspeist, das erkläre ich euch auch gleich. Aber ist einfach eine mega geile Sache, oder? Wir tun einfach so, als wäre der DC-DC-Wandler ein PV-Modul und es funktioniert halt echt saugut. Wenn ihr wollt, könnt ihr tatsächlich an den Mikrowechselrichter jetzt noch ein PV-Modul, also ein zweites PV-Modul an den Eingang anschließen und dann so zum Beispiel konstant nochmal einspeisen. Allerdings solltet ihr dann aufpassen, dass die maximale Leistung des Wechselrichters nicht überschritten wird und dass auch wirklich zwei separate Eingänge vorhanden sind, also am Mikrowechselrichter. Im Zweifel dann lieber lassen. Ja, die nächste wichtige Frage, wie kann ich jetzt steuern, wie viel ich eigentlich einspeise? Optimalerweise sollte man immer so viel einspeisen, wie man momentan auch verbraucht. Also so wird der Rest im Akku gespeichert und kann am Abend dann benutzt werden. Das ist ja der Trick an der Sache. Damit maximiert man dann seinen Eigenverbrauch. Wenn der Akku dann irgendwann voll ist, kann man einfach durchgängig einspeisen, sonst geht die Energie ja verloren. Aber das lässt sich ja alles wunderbar regeln hier mit diesem System. Um das machen zu können, fehlt uns halt noch die Info, wie hoch ist denn jetzt gerade mein aktueller Verbrauch, damit ich das ausregeln kann. Und das könnt ihr halt mit so einem, mit dem sogenannten Volkszähler machen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Die neueren Stromzähler haben meistens so eine ultramoderne Infrarotschnittstelle und die kann man mit solchem Kopf auslesen. Wobei man jetzt hier vorsichtig sein muss. Man muss den Zähler nämlich erstmal aktivieren, also die Infrarotschnittstelle erstmal wirklich aktivieren. Und wie man das macht, ist ganz einfach, würde ich jetzt nicht sagen, aber dafür muss man beim Netzbetreiber anrufen, nach einem Code fragen und jetzt haltet euch fest, die Eingabe des Codes erfolgt mit einer Taschenlampe. Ist kein Scheiß mit so einer Art Morse-Code. Ja, super modern. Ein Wunder, dass man es nicht in Papierform da einreichen muss oder per Fax. Also das ist echt krass. Ist das aber erledigt, dann kann man mit einem kleinen Raspberry Pi Zero oder einem IR-Lesekopf und der freien Volkszähler-Software auslesen, was man aktuell verbraucht. Die Daten kann man dann per MQTT oder ähnliches an den zentralen Raspberry schicken und der kann dann die Leistung des DC-DC-Wandlers dann entsprechend einstellen und immer auf das, was man praktisch aktuell verbraucht. Das geht natürlich nicht sofort. Also es dauert einen kleinen Moment, bis er das einstellt, aber im Großen und Ganzen funktioniert das wirklich gut. Also ich habe das jetzt hier auch mit meinem System probiert und es klappt. Auf welcher Phase ihr quasi mit diesem Mikrowechselrichter einspeist, das ist tatsächlich egal, da der Zähler immer alle Phasen aufsummiert. Ja? Also zumindest rein rechnerisch. Er unterscheidet also praktisch nicht, auf welcher Phase ihr einspeist. Das ist halt sehr nett, also das Problem habt ihr dann eigentlich gar nicht. Den Volkszähler und die Schnittstelle braucht ihr natürlich nicht zwangsweise. Ihr könnt euren Verbrauch zum Beispiel auch einfach konstant steuern oder zeitmäßig. Sagt dann zum Beispiel morgens zum Frühstück oder zum Abendessen ein bisschen mehr und tagsüber konstant oder sowas. Das geht natürlich auch. Also da ist eurer Kreativität quasi keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist einfach nur, es ist alles möglich und ihr könnt es selber steuern, wie es für euch sinnvoll ist und wie viel Lust ihr habt. Jetzt natürlich die große Frage, was kosten die Teile und wo bekomme ich die eigentlich her? Im Vergleich zur normalen Balkonsolar braucht ihr natürlich noch einen zusätzlichen Laderegler. Da ginge zum Beispiel dieser PowMister oder so ein EP-Ever-Gerät und je nach Batteriespannung sind die Preise halt sehr unterschiedlich. Ja? Die Teile gibt es auch bei GWL beispielsweise, das ist ein relativ vertrauenswürdiger Shop, also finde ich jetzt vertrauenswürdiger als AliExpress. Die sind allerdings ein bisschen teurer. Sagen wir mal ungefähr 100 Euro für einen einfachen Laderegler. Circa 80 Euro für den DPM DC-DC-Wandler und im Fall einer 600 Watt Anlage würde auch der DPM 8616 völlig ausreichen.
Der kann maximal 960 Watt, aber für ein paar Euro mehr bekommt man die stärkere Version mit 1440 Watt Leistung. Okay, dann sind es grob 180 für die zusätzliche Elektronik, also auf die normale Balkonsolaranlage drauf. Naja, und ihr braucht natürlich noch einen kleinen Akku, das ist da relativ wichtig, sonst macht es ja keinen Sinn. Ich habe es halt mal durchgerechnet und ich komme auf eine sinnvolle Akkugröße, jetzt mal für die meisten denke ich so von ca. 500 Watt, wenn es sich überhaupt lohnt. Und die genaue Berechnung bringe ich nochmal in einer der nächsten Folgen, da werde ich euch zeigen, wann es sich eigentlich lohnt. Die günstigste Akku-Option, die ich halt finden konnte, liegt bei grob 150 Euro für einen 500 Wattstunden Akku. Auch hierüber mache ich bald, wie gesagt, eine Folge, also wie kann ich so einen Akku zusammenbauen. Insgesamt kommen wir dann auf 330 bis 350 Euro Mehrkosten, wenn ich es wirklich günstig halten will. Ja, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, denn ich bin jetzt vermutlich nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist. Also falls ihr das ähnlich gelöst habt oder so, dann schreibt mir voll gerne von euren Erfahrungen, fände ich super interessant. Also ich habe das System noch nicht so lange im Einsatz, deswegen wäre sowas super spannend. Es gibt natürlich aber noch ein paar andere Kanäle und auch Mitglieder bei uns im Forum, die sogar noch ein paar andere coole Lösungen parat haben, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Also bei uns im Forum zum Beispiel hat Stefan eine sehr interessante Möglichkeit vorgestellt, wie man dieses Einspeiseproblem mit Akku lösen kann. Er nutzt dann diese AliExpress Grid Tie Inverter mit Limiter, wobei man die leider nur noch sehr schwer kriegt momentan. Der Link ist aber trotzdem unten. Dann gibt es noch den YouTube-Kanal Solaranlage, der hat ebenfalls eine sehr interessante Lösung. Er nutzt ganz einfach ein Relais, um das Ganze quasi immer hin und her zu schalten. Also auch das geht, das ist sehr simpel, funktioniert aber auch. Schaut es euch an, ich fand es eigentlich auch sehr nett und vielleicht für einige auch eine ganz gute Option, warum denn nicht? Wenn euch meine bzw. unsere Arbeit gefällt, dann findet ihr unten noch einen PayPal-Link. Da könnt ihr uns irgendwie einen kleinen Supportbetrag da lassen für die Kaffeekasse. Wir freuen uns wirklich über alles, denn so können wir halt unabhängig bleiben und solche Experimente auch mal fahren. Das ist halt ziemlich cool, also danke schon mal dafür. Trotzdem, das, was ich euch hier gezeigt habe, das war jetzt ein Testaufbau, ein Experiment und ob das alles so erlaubt ist und so weiter, das weiß ich nicht. Ja? Ich zeige euch hier nur eine technische Lösung, die kann man so machen. Das ist ein Experiment. Ich nutze es selbst aber tatsächlich nicht, da mein großer Wechsel da unten das alles regelt und für mich sowas gar nicht nötig ist. Ja, also wenn ihr das irgendwie selber nachmachen wollt, dann macht ihr das auf eigene Gefahr und informiert euch bitte ordentlich und checkt erstmal, ob das überhaupt erlaubt ist. Wie gesagt, das weiß ich nicht. Also da bin ich kein Experte. Dann bringe ich jetzt noch zwei Videos dazu, also wann es sich lohnt und wie ihr einen günstigen Akku zusammenbekommt, wie ich schon gesagt habe. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.